Ja, die Rückrunde lief einfach perfekt. Wir haben eine gute Serie jetzt hingelegt mit ein paar Siegen, ein paar Unentschieden. Also nach der verkorksten Hinrunde haben wir echt eine Riesenleistung in der Rückrunde abgeliefert. Ja, ich glaube, wer es mitbekommen hat, wir hatten uns schon, als er die 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt hatte, lagen wir uns schon in den Armen, weil wir wussten, uns reicht auch ein Unentschieden. Also das letzte Tor ist natürlich fürs Ergebnis nur Kosmetik, aber wir wussten ja, dass wir jetzt durch sind, dass wir in den letzten 3 Minuten nicht mehr das Spiel verlieren. Also es war zweitrangig, also der Gegentreffer. Das Trainingslager in der Türkei hat uns natürlich nach vorne gebracht, ne? Mannschaftlich sind wir nochmal zusammengewachsen und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Wir haben uns so viel vorgenommen für die Rückrunde und jetzt haben wir es gepackt. Wir werden jetzt erstmal hier mit den Fans, die uns jetzt auch in der Rückserie einfach phänomenal unterstützt haben, feiern. Und dann werden wir noch zu René, unserem Manager, fahren, da feiern. Und dann ist noch, aber nicht heute, eine schöne Fahrt mit dem Segelschiff geplant, Landungsbrücken. Aber wir werden feiern. Ich glaube, wir werden mehr feiern wie der Meister in diesem Jahr. Da bin ich mir sicher.